So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von iEnding und von mir, und zwar Forza Horizon 5. Servus Ending. Hallo. Und wir werden uns jetzt schauen, dass wir uns hier irgendwo zusammenfinden. Ich habe zwar keine Ahnung, wo du bist. Ich bin jetzt am Festivalgelände. Ah, okay. Wo du bist, weiß ich halt nicht. Ich will da jetzt eigentlich raus. Er ist wahrscheinlich gar nicht am Festivalgelände und da lügt. Da lügt schon wieder. Alter, ich will da einfach raus. Setzen wir das einmal. Das ist lost. Ah, da. Jetzt bin ich draußen. In 100 Metern. Danke, der war noch gar nicht einmal da. Also ich bin jetzt da. Ja, ich bin auch da. Ah, aber du bist der Goldene wahrscheinlich da vorne. Alter, ich bin. Du hast mich gerade zusammengefiedert. Echt? Echt? So, was machen wir als Erster? Fährt das Rennen da oben? Ich sehe dich da überhaupt nicht, aber okay. Alter, was siehst du mir? Ich stehe genau hinter dir. Das Ghosting Car sein. Seh dich nicht. Alles ist exakt vor mir. Ja, ich sehe dich trotzdem nicht. Na, dann musst du immer falsch einstellen haben. Ich sehe dich. Was kann man da anders falsch einstellen? Ja, keine Ahnung. So. Egal. Was meinst du? Meinst du das Rennen, das Horizon Mexiko Rundstrecke? Hm? Mhm. Okay. Bei nächster Gelegenheit. Dann fahren wir mal. Aber ich sehe dich wirklich nicht da jetzt. Ich habe jetzt gewendet. Sehe dich nicht. Fahr mal weg, bitte. Hast du schon? Ich hab fast dort. Alter. Irgendwas ist dann vielleicht falsch eingestellt. Rechts abbiegen. Wie gesagt? Nimm mal was hast du anders eingestellt? Keine Ahnung. Hast du andere Spieler? In der Kolonne sehe ich nur dich. Ja, generell andere Fahrer. Nein. Du hast dein Ziel. Dann hast du irgendwas falsch eingestellt. Oh, da voll wieder wegrammt. Ja, was soll ich falsch eingestellt haben? Ja, aber wenn du gar keine siehst, ist halt. Vorhin habe ich welche gesehen noch. Ich sehe die ganze Zeit, wenn ich da fahre, überall. Was nicht, wo du so bist. So, da mein Horizon, na. Wo sind denn da jetzt die Einstellungen? Die kann man jetzt wahrscheinlich nur machen, wenn man irgendwo. Da Einstellungen. Hard und Gameplay vielleicht. Verfolger kann man fern, Kopf von Kopf. Hast du Geister an oder aus? Wenn du mir sagst, wo das ist. Bei Einstellungen, Hard and Gameplay. Also und Gameplay. Sieht der Geister an.
Vorhin war das nämlich so, dass ich Leute gesehen habe. Na, ich weiß da jetzt echt nicht. Servus, Flo. Wieso ist jetzt das nicht sichtbar? Das verstehe ich nicht. Ich kann da anzuhören. Ich könnte nur mal aussteigen und nochmal einsteigen. Probieren. Wenn du auf deine Freunde und Spieler gehst jetzt? Was sind da Leute drin? Oder meine Freunde und Spieler. Ja, aber die kenne ich nicht. Okay. Ja, okay. Kennen du es auch nicht. Aber. Da sind sie. Keine Ahnung, wieso so viel Money. Warte, ich steige mal aus, beende das und starte nochmal neu, okay? Weil ich weiß, vorhin waren alle da eigentlich. Also, vorhin waren alle da. Also waren lauter Fahrer da. Eine glückliche Familie. Lade ich dich mal ein. Na, aber mal Fire Ending ist ja das nicht. Okay. Hä? Oder? Oder? Bin sicher. Okay. Oder kennst du auch anders Profil? Stimmt. Einladung ist raus. Vielleicht war das das Wheelspin. Du führst die Kolonne an, also musst du dich um die Events kümmern. Am Wheelspin habe ich gedreht. Aber trotzdem weiß ich jetzt nicht, warum ich vorhin keine Leute gehabt habe. Habe ich es jetzt? Bist du jetzt wieder nicht bei mir? Zu gut, wie das nicht. Oh ja, ich sehe dich. Also sehen tue ich dich noch nicht, aber meine Freunde bin ich. Nämlich du hast recht, ich sehe überhaupt keine Spieler und nichts. Bei mir hast du auch ein Ladesymbol jetzt zum Beispiel. Okay. Stimmt. Du bei mir aber auch. Ich verstehe es aber nicht. Horizon Open.
Deine Verbindung wurde unterbrochen. Versuche es bitte später erneut. Netzwerkdiagnose? Oder? Was ist das für ein Shit, Alter? Und dann wissen wir wenigstens an was liegt. Das verstehe ich aber nicht. Gut, Alex hat ein Fahrzeug gedreht, zum Beispiel auch. Warte mal, Xbox mit dem Netzwerk verbinden. Der ist gar nicht verbunden, oder? Was soll der Scheißdreck? Der ist gar nicht online. Ich bin verkabelt. Na gut. Ihre Konsole ist mit dem Internet verbunden. Moment so. Was soll der Blödsinn? Wenn ich sage Netzwerk testen, ihre Konsole ist verbunden. Weiß ich nicht, wie viel das wert ist. Wie viel ist dein Auto wert? Alex, weißt du das? Was für ein Auto? Was du gedreht hast? Ich glaube 100.000. Ah, okay. Mom. Na, aber Flo hat gemeint, ich habe. Mein NAT-Typ ist derzeit open. Was machst du? Na, ich habe anscheinend doch mehr gedreht, als ich gedacht habe. Ja, hast du gedreht? Weil ich schon fast eine Million Credits habe. Oder schon eine Million fast? Fast, ja. Weil jetzt habe ich anscheinend schlecht geschaut. Alter. Lust. Oder was heißt. Es ist. Es hat vorhin funktioniert. Jetzt schaut er mal wieder, für das Spiel müssen sie online sein. Ich bin online, Alter. Damen und Herren, hier seht ihr einen Typen, der denkt, er ist online, aber nicht online ist. Vielleicht haben sie mir jetzt die mit Glitch auf komplett gekickt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Nein, aber sie haben gesagt, das geht nicht. Was? Einmal eingeloggt ist eingeloggt. Achso. Boah, dass man nicht alle trifft.
Mitgliedschaft gültig bis 12.04. Das ist für mich doch. Lass mal. Das bin ich wahrscheinlich schneller beim Einstellen, als du da online bist. Wahrscheinlich. Aber das verstehe ich nicht. Vorhin war ich wirklich online. Vorhin habe ich Spieler gesehen. Das interessiert das kann. Ja. Okay. Das zählt Fakten. Jetzt. So, auf Sendung gehen. Viva la Mexico. Mal schnell was zum Saufen und dann komme ich. Mhm. Eieiei. Was? Warst du da? Ja, ich bin da. Ah, okay. Sorry. Wie ist denn das? Ich bin jetzt zumindest wieder im Spiel. Aber ich sehe da wieder keine einzelnen Fahrer. Gut, lade mal an. Mache. So, bitte. So schon? Kolonne wieder erstellt. So.
führst die Kolonne an, also musst du dich um die Events kümmern. Oh, ich sehe mal einen Punkt fahren. Ich sehe da jemanden mal fahren. Bei nächster Gelegenheit wenden. Bist du schon dort, oder? Da ist aber jemand versessen auf Horizon Arcade. Warum auch nicht? Das ist der beste Ort für Spiele und Stunts mit anderen Fahrern, bei denen du auch noch Punkte für den Forscher-Tonshop sammelst. Bald geht's los. Finde derweil ein paar neue Freunde. Horizon Arcade beginnt bald. Stell dich doch in der Zwischenzeit den anderen Fahrern vor. Also ich bin aber links. Ich hab zuerst einen Fahrer gesehen. So, das Event jetzt schon gestartet oder nicht? Event habe ich eigentlich gestartet. Aber? Das ist im Moment nicht möglich, Patrick. Alter, was heißt... Schon wieder wegen Netzwerkdiagnose nicht möglich. Alter, willst du mich verarschen? So, Coop oder PvP? Coop, ne? Oder willst du gleich online spielen? Oder ist PvP? Ne, die meinen gegen andere, oder? Naja, nicht gegen. Ach, wir gegeneinander. Du bist gut dran. Aber die nächste Horizon Arcade Veranstaltung beginnt bald. Viel Spaß! Okay, die Veranstaltung beginnt in 5 Minuten. Der nächste. Ja, das ist. Oh, ist eine Karte, aber das war eine Schwimmung, eine Rundstrecke. Ja, jetzt. Bist du jetzt dabei? Jetzt geht's. Das ist der Ladebildschirm von, wo man das Auto sieht. So, hoffentlich geht's jetzt. Ja. Solange die Rennen gehen und wir uns halt dabei nicht so sehen, ist zwar auch blöd, aber wir fahren tun das nochmal. Ja. Gleiches Auto gewählt. Ja, hat er mir vorgeschlagen. Echt? Ich habe es ausgewählt. Ja, mir das vorgeschlagen. So, hoffentlich geht's jetzt. Noch einmal ein herzliches Willkommen hier. Ja, bei mir jetzt auch nochmal. Ohne Probleme jetzt hoffentlich. Ja, da sind wir mal drinnen. Oh, da hat ein Lamborghini gesehen. Was soll ich denn durch den Schau sagen? Bitte? Du hast dann mal gegen andere Spiele gemacht, aber egal. Was habe ich? Okay. Du hast PvP genommen. Warum fahren die nicht? Was ist, warum fahren die nicht? Was? Die Zeit läuft schon, eigentlich. Fährst du noch nicht? Nein. Wir stehen auf die Veranstaltung Details. Was steht bei dir? Veranstaltung Details. Wer fahrt und wie viele Punkte man kriegt. Ich bin in Team Blau. Schlage Team Rot. Vielleicht ist das eine Art Staffelrennen. Weil die Hälfte steht dort noch. Schlecht.
scharfe Rennen ist, oder sind wir nicht das auch im Test gefahren, dieses Rennen? Puh, gute Frage. Jetzt komme ich an euch vorbei. Da stehen wir dort? Ja. Und dann geht's nicht, dann fahre ich nicht. Und dort still. Ein Teil fahrt aber. Ich fahr nicht. Warte, ich tu mal beenden. Du musst die Kolonne verlassen. Die Kolonne? Ich habe nicht das Event verlassen. Ich muss neu starten. Ich komme aus dem Bildschirm, glaube ich, nicht raus. Ich habe mir überlegt, das Internet neu zu starten, aber es dauert dann wieder länger. Du bist der Kolonne, Bett. Der Rücken steht jetzt. Schön für die Kolonne. Das heißt, ich sehe da keinen einzelnen Spieler. Ja, oder mal von Haufen weiter. Gut, ich probiere mal das Internet neu zu starten, weil das gibt's ja nicht. Dass das dann nicht geht auf einmal. Und die Xbox neu gestartet? Die habe ich schon neu gestartet, eigentlich. Mach ich nochmal. Warte, ich da mal ausschalten und neu starten. Na gut, dann schauen wir mal. Aus. Bitte? Na, so ein Auto sieht cool aus. So. BMW.
Mal schocken, ne? Wieso? Und so laut war's. Der Forza Horizon 5 Server ist derzeit nicht verfügbar, oder? Ja, vorher gibt's auch ein Verbindungsproblem. Von Server und deswegen funktioniert es nicht. Das kann natürlich auch sein, dass gar nicht an uns liegt oder an dir, sondern an den Server. Das kann auch sein. Weil zum Beispiel Auktionshaus ist jetzt nicht verfügbar. Wenn ich da drauf gehe, steht Funktion gesperrt. Der Forza Horizon 5 Server ist derzeit nicht verfügbar. Versuche es bitte später. Auktionshaus? Erneut. Auktions suchen? Weiter. Was steht denn? Mann, ich habe Auktionshaus. Festival-Spielliste, Funktion ist gesperrt. Spielen Sie weit. Achso, spielen Sie weit, um sie freizuschalten. Ich habe übrigens jetzt weiß ich, wo man das sieht, was man bekommt. Okay. Wo war das jetzt? Eben im Auktionshaus und dann Autopass. Ah, okay, im Auktionshaus, gut. Das heißt, sind alle, die schon waren, die kriegt man dann gar nicht, gell? Ach, wie ist eigentlich? Ich dachte, dass das nachgereicht wird. Hab mich immer nicht zu sehen. Im alten Teil war das nicht so. Weil woher haben wir dann die 13 Autos? Ja, die Pakete. Die zu Autopakete, was da waren. Also zu Weihnachten kriegen wir 2 Lamborghini. Oh, Weihnachten. Ne. Was ist heute? 7. Am 9. kommt wieder was. 9. genau. Oder man muss sie irgendwie anfordern. Im Auktionshaus werden Autos beim Festival an- und verkauft. 27.01. Nimm mich mit, okay? Ich liebe dieses Im Zeug. Im Auktionshaus hast du das? Mhm. Oder Autopass? Oh ja, da steht unten gratis, sondern gratis Auto einlösen. Ein gratis Auto hat man ja. Das wäre fies, weil für was habe ich dann den Autopass, weißt? Ja, man kann sie hinzufügen. Hab alle. Und wie? Unten steht, gratis Fahrzeug einlösen. Achso, und da kann man alle einlösen. Ja, dann schreibt er dann alle gut. Die folgenden Gratis-Autos werden dann im Fuhrpark hinzugefügt. Ah, 26 okay. Mal. Ja, schaut gut aus. Der kleine Renault ist geil. So, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt einmal schauen, dass wir mal was zocken können.
Also das Ding. Alter, war ich jetzt zu schnell? Hast du den anderen bekommen? Ja, aber ich sehe sie jetzt da jetzt nirgends. Kannst du nochmal schicken? Na, und dann nimmt man einen Anruf an. Der will gar nicht mit mir spielen. Na, wollen schon. Ja, was heißt der Anruf? Wenn er wollen will. Ah, jetzt scheint's auf. Warte, wo bist du? Wieder bis zum Festival. Okay, wo fahr ich hin? Wird uns mal schauen. Ne? Wo bist du? Ah, da sehe ich dich. Oh, du bist... Warte mal, ich sehe jetzt. Midnight sehe ich jetzt auf einmal. Midnight sehe ich auch und dahinter stehst du, glaube ich. Aber das größte K. Wo bist du? Noch vor dir jetzt. Okay, ich sehe dich nicht. Ich sehe nur den Midnight. Die anderen siehst du alle nicht? Nein. Midnight ist jetzt weg. Nein, das ist weg. Okay, wurscht. Fahren wir mal wohin und schauen wir, dass wir irgendwo ein Rennen machen, ob das dann jetzt funktioniert. Hätte ich gesagt. Ja? Ja. Schlage irgendwas vor. Ja, noch immer das, oder? Okay, noch immer das oben. Ja, haben wir ja gemacht. Rechts abbiegen. Unterwegs. Du hast dein Ziel erreicht. Ich habe mein Ziel erreicht. Müsstest du irgendwie das Event starten können? Warte auf andere Spieler. Der hat auch mal jetzt schon da nichts an. Warte auf Veranstaltungsbeginn, steht bei mir jetzt. Na gut, wenn er meint, der Porsche ist besser. Ich glaub, na, jetzt habe ich aussuchen können. Weißt du, was das heißt? Ich kann eine Klasse aussuchen und in dieser Klasse wird gefahren. Ah, okay. Weißt du, weil ich habe mich jetzt für den Porsche entschieden. Ist gestern empfohlen, weißt du? Hätte ich jetzt wahrscheinlich den anderen genommen, hättest du diese Klasse. Das ist auch, finde ich, aber cool, die Idee. Ich meine, am Anfang werden wir diese Autos fahren, aber dann... Genau, wenn wir nur eine haben. Jetzt sehe ich einmal die Rennstrecke. Okay, jetzt habe ich wieder die Tafel. Ich sehe nur die Tafel mit den Fahrern vor mir. Genau, das sehe ich auch. Aber dabei? Jetzt ist sie weg. Wir alle einfach Porsche fahren. Jetzt haben wir schon im Rennen. Ja. Ist zwar irgendwie komisch, aber... Wir alle einfach das gleiche Auto fahren.
Moin. Und ich hier ab. Alter. Was? Warte, komm da gut vorbei. Alter. Wieso ich bin da gut vorbei. Wieso hat er mich jetzt zurückgesetzt, Alter? Ja, das ist voll der beste letzte Platz. Das ist nicht gut. Ja. Du weißt gar nicht, ob sich das ausgeht, wenn du letzter bist. Was geht sich aus? Dass man das rein will. Bist du selber nur Elfter? Eben, dann sag ich ja. Boah. Mit dem Auto gar nicht klar irgendwie. Na. Es ist auch komisch, ich muss nicht schalten. Ich fahr ganz nur im ersten Gang. Es ist trotzdem ein bisschen buggy gerade. Und weiß ich nicht, ob ich jetzt richtig fahre oder nicht, weil. Hast du übrigens gehört, sie, gerüchteweise arbeiten sie an einem Need for Speed Underground Remake? Ja. Zweiten Teil. Oh, ich fand Underground jetzt nicht so gut. Das hat mir irrsinnig gedacht, der Einser. Alter. Ich bin so weit hinten. Sehe nicht immer die Kolonne auf der Karte. Oh, jetzt habe ich kurz was gesehen. Jedes Mal, wenn ich da ankomme, mache ich einen Urfehler. Du bist nur halbwegs dran. Oh, oder geht da noch was? Oder geht da noch was? Geht da noch was? Nein. Alter. Der war nicht schlimm. Der ist echt schlimm. Gut schlimm in den Kurven, finde ich. Ja. Und das ist für die Strecke natürlich. Ja. Ja, aber gut, alle fahren den, also ganz schlecht aus, ey. Ja. Bam! Fliege ich in den letzten zwei Kurven noch eine geholt. Aber es lässt sich nicht auskennen. Krass. Was haben wir als Vorgabe? Gegner schlagen. Okay. Ja, das hat nur Foto gemacht. Oh! Stimmt, 1550. Warte, wo bin ich da? Krass. Na gut, müssen wir nochmal. Aber, nein, sind wir nochmal gefahren. Ich darf das Auto als Dankeschön behalten. Ich danke. Okay, fahren wir nochmal hin, oder? Oh, Horizon Wheel Spin. Hast du einen Wheel Spin bekommen? Ich auch. Hab ich auch eins bekommen? Hm. Er hat mir jetzt ein Auto erdreht. Ich hab nicht einmal eins bekommen. Wie fandest du das? Nicht. Neues Auto erhalten. Was war's? Ey, den Cayman GTS. Du bist alle neu. Mit Horizon-Veranstaltungen auf deiner Karte. Los, erkunde sie! Viel Spaß!
In 100 Metern links abbiegen. In 100 Metern links abbiegen. Probieren wir mal einen anderen Wagen. Ja. Das kann Lenkanschlag. Das ist das Problem. Ja, stimmt. Du hast dein Ziel erreicht. Oh. Ist mich jetzt noch immer nicht lange. Nein. Was? Aber Hauptsache so geht's. Ist zwar nicht ganz so cool, aber... Nur der Anführer kann beginnen. Oh, mein Anführer! Bist du schon da? Jo. Dann, wie wär's mit... Du hast 26 Autos, ich habe 25 im Besitz nur. Warte, wie viele Autos ich jetzt habe? Ah, du hast deinen sehr dreht. Stimmt. Ich habe mich jetzt für die Corvette entschieden. Bin ich schon. Okay. Das heißt aber, dass das doch Online-Rennen quasi innerhalb der Story. Man kann sich entscheiden. Coupe oder Gangfahrer. Naja, wenn also Coupe oder PvP. Aber wenn man Coupe fährt, dann fährt man ja auch gegen andere Fahrer, wie man gesehen hat. Oder waren das Bots? Das sind Bots. Dann wäre es noch peinlicher. Das sind Bots, ja. Die haben halt nur Spielernamen, aber das ist ja, Forza zeichnet ja deine Fahrkenntnisse über Jahre oft und die fahren ja dann quasi in der Open World herum. Früher hast du so Geld verdient im Vierer. Da ist quasi dein Bot bei solchen Rennen mitgefahren und hat dir offline quasi Geld erspielt. Ah, das ist nice. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch was ist, aber jetzt schaut er mal ein bisschen anders aus, die Aufteilung. Na gut, jetzt müssen wir schauen, dass wir es gewinnen. Ja. Also schauen. Wäre halt nice. Das ist immer der gleiche anscheinend. Okay. Anscheinend. Nein, nicht ganz. Nur vom Style sind das so anders. Also viel mehr Einschlag hat er auch. Hey, oh ja, ich bin schon. Ich mach schon mit dem viel, viel einfacher. Einfacher, ja. Oh, okay, Handbremse sollte ich nicht müssen wir noch. Bitte? Ein bisschen nach vorne müssen wir noch. Das geht viel einfacher mit dem jetzt. Viel noch mal Länge. Noch der Lenkanschlag ist viel, viel besser. Ja. Gut, momentan haben wir's. Aber da sieht man das richtige Auto und es gibt schon was. Ja. Gut, dass der Schaden aus ist. Hallo! Weiter. Aber gut gemacht, trotzdem. Gleich drei mitgenommen. Hat mich einer mitgenommen. Sorry, hat sich hier nicht gedreht.
den gestreift hat. Mal schauen, was du vorne bleibst. Und vorletzter ist wieder. Oh. Oh, was passiert vielleicht? Ich hab mich gerade angefangen und wegen dem Steuern rum. Gut, wir picken da in einer Gruppe zusammen. Ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen verschalten in der einen Kurve, wo er mich kam, und hat das Steuern ein bisschen. Dabei kann ich den einen schön auf Distanz halten. Der letzte Runde. Sieht gut aus. Das leidet auch nicht so viel, wenn du driftest. Der andere, da bist du gleich weg gewesen. Gratuliere auf jeden Fall. Danke. Du gesagt, sorry. Was du jetzt geworden bist. Ich dachte, dass sich das ausgeht ohne Berührung. Ja, macht nichts. Du, das ist ein Karte-Spiel. Ich war halt der mich dann wegrammt hat, oder? Hm. Genau in der Kurve hat er mich irgendwie so mich eingeschlagen hat. Da rasseln die IPs auf. Wer hast du bekommen? 6800. 7000 irgendwas. Okay. Okay, wo jetzt hin? Jetzt glaube ich, habe ich einen Wheelspin bekommen. Was hast du bekommen? Ah, nein, habe ich nicht. Ich dachte, ich habe einen Wheelspin bekommen. So, wo könnte man jetzt hinfahren? Fahren wir gleich weiter rauf zu Deserto Pfad. Das ist rechts weiter rauf. Deserto Pfad. Oder hast du das nicht? Ah, die sind so orange. Ne? Ja, genau. Ja, das ist nur passt. Eine Idee. Ja. Bei nächster Gelegenheit enden. Ich sehe jetzt einen Fahrer. Ich sehe dich! Hallo! Da ist mein Staub! Ah ja, genau, kann man ja machen. Kommt vom Kopf rein. 30 am Entdecken, was? Das war eine EP-Tafel. Das Horizon-Team hat sie in ganz Mexiko versteckt. Ich habe eine EP-Tafel. Es gibt noch jede Menge mehr zu entdecken, wenn du Lust auf Abenteuer hast. In 400 Metern. Hast du dein Ziel erreicht? Oh, den Wagen liebe ich jetzt schon. Du hast dein Ziel erreicht. Lange Treffsekunde. Anna. Lass mich rein, lass mich raus. Anna. Das heißt eigentlich, hier hat man eigentlich nicht wirklich eine Story jetzt dahinter, sondern... Du fährst ein Festival quasi und musst dich quasi hocharbeiten, dass du die Tickets kriegst. Und dadurch schalten wir dann andere Events frei quasi. Genau, so Hauptevents quasi. Das ist dann eigentlich eh fast so wie... Wo ist die zwei Teile da gemacht? Von Ubisoft das. Naja, in der Kuh hat es eine richtige Sorge gegeben. Okay. Der ist auch geil, der Ford. Ja. Was ist, da fahren jetzt unterschiedliche. Ja, ich war das auch ein bisschen buggy oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht hat es von diesem Typ. Keine Ahnung. Velociraptor gibt es ein Fahrzeug, Alter.
Das wusste ich gar nicht. Ja, wirklich. Okay. Also, der Start ist immer so schnell, finde ich. Ja, du kommst ran und startest. Ja, nicht so irgendwie 3, 2, 1 Ampel oder so. Das zweite Mal schon, dass ich Startverbindung. Ich glaube, da hat jetzt wieder abdrückt. Oh. Dann zieh da rüber. Alter. Bist du da was? Der hat mich fast mitgenommen da, aber. Scheiß Mercedes fahren. Alter, was ist der? Was ist das für eine Linke? Mercedes. Von allen Mercedes verpasst, ne? Haben wir von drei Mercedes. Ich hab den Punkt verpasst. Das ist ein Arsch. Ja. Alter. Auch cool, das ist so Offroad-Rennen. Ich hab auf diese Querfeld-Almrennen dann gespannt. Na, so was. Der Mul ist jetzt Tiere. Bringt nix. An zwei müsstest du überholen. Kommt aber nicht vor dabei. Also ran. Du hast 50%. Oh! Gut, hat die Firma übernommen. Gut, das war knapp. Aber der biegt schon drin. Der ist schon braun vorn. Oh, das war ein schöner Drift. Was hat denn das für eine Zeit verschafft? Mit dem muss man immer arbeiten. Och. Nein! Ich brauche noch Dings. Fuck it. Was ist das passiert? Zu weit gedriftet. Was? Zu weit gedriftet. Alles wieder verloren. Na, jetzt habe ich es gut. Hab die Kurve sauber genommen, gewinne ich. Das ist nicht mein Rennen. Nice, ich bin so im Hype. Ja, Map. Im Wunder, hier im Wunder. Trotzdem, oder? Nein. Was ist das, Sieg? Gepasst. Ah, jetzt habe ich auch einen Wheelspin. Also, die Gewinner kriegen dann schon an. Ah, okay. Weil du hast, machst du auch jetzt an? Ich habe auch einen. Ah, das ist auch ein Wheelspin. Okay. Unfair. Alter. Acid Wash Jeans. Eine Jeanshose habe ich gekriegt, Alter. Dann. Dann muss ich dir was zeigen. Ja. Bisschen mehr? Bitte? Ah, da vorne. Jetzt ist er weg. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt ist er wieder da. Aber woanders. Super. Okay, ich bin wieder bei Festival in der Gegend. Ich habe ein anderes Auto nämlich angefordert. Dann fang immer dort an. Ah, okay. Okay, ich seh dich aber jetzt nicht. Seh ich schon.
mich wieder nicht? Ich sehe dich nicht, Mann. Okay. Na gut, dann siehst du meinen Mustang nicht. Alter, du hast einen Mustang? Ja, aber keiner dreht. Alter. Na, vielleicht sehe ich ihn dann auf der Strecke wieder. Okay, wohin? Ach, krass. Wir sollten uns irgendein ein System machen. Ein System? Ja, wir sehen eh, was wir gemacht haben. Ich würde halt so Querfeld anfahren. Jetzt vielleicht das Grüne machen. Dann haben wir mal noch ein Querfeld anrennen. Das Oasis-Querfeld ein. Mhm. Genau. Alter, du hast ein Muster. Ja, 1969er. Alter. Den krieg ich hoffentlich auch. In 400 Metern rechts abbiegen. So, bin am Weg. Ja, bin hinter dir. Mann, geht nicht zu schnell. Dann geht nicht zu schnell. Ah. Er hat eine Belohnung, wo das bin. Für den krassen Megadrift habe ich jetzt einen Wheelspin gekriegt, Alter. Vorbeigefahren. Hä? Ich bin vorbeigefahren von Abzeugung. Offroad ist ja nicht handelbar. Der Wagen. Boah, das war ein geiler Drift, das muss sein. Komm mal da. Yes. Oh, eine Tafel. Alter. Komm, den sehen wir lassen. Bitte? Das hat noch vier Gänge. Du hast dein Ziel erreicht. Ich bin doch schon da, oder? Da ist es. Bitte? Bin du da? Was? Ich sehe die. Schäfe die. Wer fällt an? Yes, wer fällt an? So schon sowas von schief. Achso, na, hast du gesagt, dann hätte ich doch gewartet. Ja, passt schon. Ich probiere jetzt so die Autos durch, also ich nehme jetzt nicht mehr denselben. Ja, passt. Und haben die Abwechslung an die Autos kennen, die verschiedensten. Sehr gut. Und? Gut, da habe ich noch Bronco. Zur Auswahl. Seht ihr, den wir gehabt haben eigentlich? Zuerst. Ah, das ist eine andere Version. Ich meine, es ist das selbe Auto, aber eine andere Version. Okay. Und wir den normalen gehabt jetzt vorhin. Ah, krass. Ein Straßending. Aber mit 600.000 wirst du ja Mustang leisten können, oder? Muss man schauen, ob der im Kartenpaket vielleicht drinnen ist. Kartenpaket? Also im Autopaket. Nein, ist er nicht. Bis zum 27.01. nicht. Ja, da sind ja noch nicht die 43 Autos durch. Ja, aber du siehst nicht mehr. Das werden sie doch. So, warte. Vielleicht eher auch. Siehst du immer nur einen Monat. Ja, stimmt. Warte, ich fahre jedes Mal drauf rein. Er wird schon langsam. Also, der ist viel schneller als der Bronco schon mal, als dem, was wir hatten. Und weniger. Aber, ja. Da haben wir voll rausgeschissen. Oh, der ist geil. Die Reifen sind auch echt fett. Aber das ist das, was ich dir erzählt habe. Du kannst im Auto so verschieden tunen, dass du auf einmal ein komplett anderes Fahrzeug hast. Ich hab vergessen, dass es nämlich Querfeld an ist und bin ein bisschen gegen die Straße gelenkt.
Achso, ich verknappert. Siehst du da den Anmerk momentan, einen Wind zu holen? Alter, krass. Fuck, Alter. So, jetzt hole ich den langsam auf. Okay, den anderen hat es doch voll wegzert. Aber sind anderen hat es länger wegzert. Boah, da war es für ein geiler Sprung. Der Sprung ist krass, gell? Alter. Mann, Mann. Nein. Das wird zu Ende, oder? Ich hab'n Ding verpasst. Checkpoint oder was? Ja. Das ist so, ich werde verlässt viel Zeit. Ja. Bin wieder letzter. Ich komme noch nicht ganz nach vorne. Nein! Ja, viele Probleme da gerade. Checkpoint. Checkpoint verpasst. Ja, das haben wir verloren. Verpasst. Ja. Soll ich wieder auch noch voll verpackt einfach? Das machen wir noch weiter. Aber so macht es sehr viel Spaß. Oh ja, also ich bin voll drin jetzt irgendwie. So genau wird das jetzt nicht wissen. Ich verdrifte mich immer. Was tust du? Wenn man das mal verdriften. Ja. Gut, dass das ja noch schwerer wird, du tust mein Lenkrad auf. Aber den haben wir auch? Na, den haben wir noch nicht, oder? Das hätte ich nicht genommen. Okay. Na gut, dann nochmal. Bisschen blöd, dass man da immer hinfahren muss auch. Ich meine, ist eh cool am Anfang, aber. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ist ja ganz woanders. Wir sind jetzt da unten. Ah, ich glaube, wir sind dort, wo wir. Ja, dann machen wir da unten gleich weiter, oder? Kommen wir nicht ganz rauf, 6, oder? Okay. Bin nämlich da gerade auch bei wieder so einem orangen Rennen. Multi-Equip-Rennen. Ja. Bei nächster Gelegenheit wenden. Die Reifen sind einfach so geil von dem auch. In 400 Metern ja, jetzt bin ich hast das. Du dein Ziel erreicht. Das bin ich jetzt. No change. So ein Fahrzeug braucht durch ein LS. Der tut die Palmen wie nichts abräumen, Leute. Palmen. Also wenn ich das nicht mehr gewinne, peinlich, peinlich. So ein Pflichtsieg. Scheint auf der Straße nur zu sein, oder? Ich glaube, Griprennen ist so Straße und. Ah, so eine Mischung. So eine Mischung, ja. Es geht gleich los, ne? Danke.
Alter, was war das jetzt? Das ist einfach abbremst, Junge. Bist du deppert? Hast du es gesehen? Ja, Alter. Nein, da sind auf einmal so viele Autos gestanden, sind fast. Aber nicht mehr ganz unter Kontrolle gehabt. Ich glaube, das Preisgeld kann ich der Stadt da stiften, Alter. Was ich da alles in Niederholz, Alter. Oh, danke. Alter, wieso bist du letzter? Warum schon was? Ich kann mich rausdrängen und ich bin nicht mehr reingekommen. Hab ich gar nicht mehr mitgekriegt. Die sind auch ziemlich gemein teilweise, die Checkpoints. So eng. Der noch gezählt. Das ist ein gutes Rennen. Ein paar Chance für die Drifts dabei. Ja. Jedes Mal in der gleichen Kurve verschätze ich mich. Ich der zweite Kurve oft nicht. Nein. Oh, danke fürs Gradrichten. Was du verwendest du auf die Handbremse? Du meinst eher Abbremsen ist besser? Na, viel besser. Aber ich glaube, ich habe fast noch nie Handbremse benutzt. Also, wie war das mit, wenn es das nicht gewinnst, ist peinlich? Ich glaube, hätte ich den Checkpoint nicht. Aber war eh peinlich. Sonst habe ich das Auto super im Griff gehabt. Außer in der Ankurve. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Aber gut, ist halt auch ein Lenzer GSR gewesen und kein Lenzer. Danke, Kollege. Okay, gesamt nicht, aber. Oh ja. Oh ja. Ein 1987er AMG Mercedes-Benz habe ich jetzt erdreht.
Ist genau umgekehrt, wie wir es eigentlich wollen. Genau. Hey Robert, wir sind auf dem Weg zum ersten Abenteuer. Was ist Ausrede, Flo? Wir feuern dich an. Danke. Aber siehst du, jetzt sind wir nicht beim Event, also beim Dings. Willst du gleich runterfahren? Was ist jetzt immer nicht beim Dings? Oben bei dem AOR sind wir schon. Du meinst... Na, hast du schon das Flugzeug? Den Flugzeug-Dings? Flugplatz. Jetzt hast du das schon. Ich hab den Hackerl, ich bin da anscheinend gefahren, unabsichtlich. Aber können wir fahren, Flugplatz. Ja, auf gut Glück, das ist dieses mit den Springern, mit den Motorbikes. Ah ja, genau, das musste man machen. Ja, wir können runterfahren. Vielleicht schauen wir mal zu dieser Piste, was das ist, dass wir das auch wissen. Die Querfeld-Einstrecke, oder was meinst du? Die Piste, dieses Warnschild. Ja, mach mal. Hey, mal schauen, was das ist. Aber könntest du recht haben, Flo. Vergass, dass du mich nicht siehst. Siehst, warte mal kurz. Warte auf mich. Wie viele Autos hast du jetzt? Warte. Sechsundzwanzig. Alter, wenn's mit dem wegfährst, dann glaubst du ja dann Reifenschaden, Alter. 28 habe ich. Ah, okay. In 200 Metern rechts abbiegen. Ja, das war mir schon. Da war ich nur Autos aus der Arme. Rechts abbiegen. In 200 Metern. Ich hab da sogar noch einen Wiespin. Soll ich irgendwann wollen? Ja, hab ich auch noch. Aber was mach ich dann nachher? Rechts abbiegen. Auf was soll ich jetzt warten? Bis ich mit dem neuen Wagen komme. Ach so. Wann kommst du? Oder bist du weg wieder? Also ich immer noch, wir treffen uns dort. Ach so. Ja, weil ich gesagt, jetzt warte mit dem Hinfahren. Soll ich warten? Ach so. Sorry. Der bei den Schwarz ist, dass das Urzuhälterfahrzeug. Nein, man, da versucht er mich zum Ärgern. Wieso? Das war Maßen, dass es nicht sieht, er wird so mit Mustang wegblosen jetzt. In 400 Metern rechts abbiegen. Weiter Offroad. Rechts abbiegen. Schanze? Bitte? Das ist eine Schanze? Ja, Schanze. Rechts abbiegen. Eine? Mehrere? Oh, das ist eine große Schanze. Das ist eine Schanze. Da muss man springen. Deswegen schnell die Meteranzahl. Aber ich habe das falsche Auto dafür. Bei nächster Gelegenheit. Egal, ich springe. Fähigkeitspunkt erhalten. Willst du? Ich spring jetzt grad. Ja, ich will nochmal springen, aber mit einem anderen. Alter. In 100 Metern. Ich bin in eine Schanze da gesprungen, Alter. Back, in der Mitte. Raus. Oder gibt's auf der Flugbahn eine? Was? Gibt's auf der Flugbahn eine Schanze? Ja, diese Piste. Das ist eine Schanze. Ah, da. Lost, da springt irgendwo. Na, die erste. Gleich. Ja, aber das ist ja nicht die Mission gewesen. Und ich gebe ab! Ziel erreicht.
246 Meter. Ups. Mehr als ich. Boah. Alter. Ich wechsle gerade Auto. Alter, was mache ich da? Oh. Bei nächster Gelegenheit wenden. Man kann zum Beispiel den Autos nach Performance-Klasse sortieren. Jetzt sieht man gleich, wie viele man von derselben hat. Route wird neu berechnet. Die Corvette war nicht so schlecht, gell? Na. Ja, jetzt sehe ich zwei andere. Namen zumindest mal. So, Autos, was haben wir da? Autos, Auto wechseln. Nach Klasse kann man die sortieren? Filter. Das ist lang. Die Klassen sagen wir nämlich alle überhaupt nichts. Du brauchst hier nur Filter, dann hast du sie eh aufgelistet. Ich habe Performance-Klasse. D, B, A, S1, S2. Nee, und dann siehst du eh anhand des Autos welches. Ja, aber es geht halt von D nach A und dann S1, S2. Achso, also eh so wie sie gereiht sind. D, B, A. Ich weiß nicht, wie sie jetzt gereiht sind. Also sind die schon vorgereiht. Du brauchst ja nur nach Performance-Klasse sortieren und dann hast du sie alle aufgelistet. Achso, sortieren, okay. Das ist der Apollo. Apollo, der Apollo. Der McLaren. Dann machen wir mal einen Apollo-Jump. Das ist auch eine Schanze. Ich glaube, da kann man eine XP-Tafel holen. Achso, das ist eine Schnellreisetafel. Na gut. Warte, ich mach einen Jump noch einmal. Ja, ich auch. Bis der wieder zieht. Links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Und Luther jetzt. Den ersten da gleich von der Performance-Klasse. Den ersten. Weiß ich auch genau, welcher das ist. Der Insante Emotione. Apollo. Ich habe mich jetzt mal für meinen kleinen Shield. Den habe ich mir auch überlegt gehabt. Damit ist noch länger eigentlich die Bahn. Schauen wir mal, wie schnell einer geht. Hey Norbert! Toll gemacht! Wir sind fast bereit für ein Abenteuer von Horizon und wir wollen dich dafür. Wir unterhalten uns später. Hey, mi amigo! Das ist eine Schnellreise. Bist du deppert? Zerstöre sie, um Schnellreisen günstiger zu erhalten. Zerstöre alle für kostenlose Schnellreisen. Alle! In 200 Metern rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Stört, ich bin auf. Na, fast 3,39, oder? Route wird neu berechnet. Ja, war ich auch sowas. Da irgendwas. Oder? See? 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 See, ja. Oh, fast. Bam. Nein, ich bin genau. Ich bin weiter als du. 519 Meter. Stört. 627. Ich hätte wahrscheinlich lenken müssen. Meiner ist zu sehr abgehört. Also. Da ist gleich eine. Ich habe gesehen, da ist ein Rennen gleich auch auf der Flugbahn. Okay. Kann ich nicht, ob du das gesehen hast. Nein, aber mach ich. Oh, die Jumps sind geil. Will ich gleich am liebsten nochmal probieren. Ja, wir wissen, wo es hin. Wir können uns dann immer verbessern. Stimmt. Können wir immer wieder machen. Genau. Mit neuen Autos dann. Ich habe nur zwei Sterne. Echt? Genau, okay, 600 Meter waren dann drei Sterne. Oder wie viel sind drei Sterne? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass ich da fast die ganze Bahn braucht habe zum Auslaufen, dass ich auf Höchstgeschwindigkeit komme.
nächster Gelegenheit wenden. 533,4. Bist du schon beim Rennen, oder? Jetzt, ja. Ich habe nachgeschaut, wie viel. Achso, okay. Lass mich noch jumpen, bitte. Rechts abbiegen. Gespielt. Okay. Genau, habe ich keine Einladung. Oder fährst du das alleine? Route wird neu berechnet. Jetzt. Nein, warte. In 200 Metern rechts abbiegen. Ah, jetzt. Links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit enden. Schade. Oder? Geht das noch? Geht das noch? Und? Oh, jetzt habe ich nicht mehr gesehen. Jetzt ist genau der Ladebildschirm gekommen. Jetzt ist genau der Bildschirm gekommen, Alter. Okay, ich tue mir das. Oh, okay. Danke. Ah, das ist der. Das ist der. Tja, Pech gehabt. Wir wollen spektakuläre dich. Flüge und sichere Landungen. Danke. Nicht andersrum. Für dich. Danke. Für dich schiebe ich die Wolken weiter. Boss 302. Bist du Boss, Alter? Hast ich denn du dein Kennzeichen nicht gemacht? Habe ich noch nicht gemacht, nein. Achso, hast du noch nicht gemacht? Nein. Ich hoffe, das kann, ja, im Nachhinein kann man das sicher noch irgendwo machen. Ja, ich glaube schon. Ich habe es ein bisschen verkackt. Wieso? Weil ich den Buchstaben falsch geschrieben habe, ist mir jetzt das aufgefallen. ich wollte eigentlich Metze 13, das ist eben 13 Glückszahl, und ich habe aber Metzfl 13. Okay, Mustang gegen Chevy und Dodge, Holden, Chevelle. Es kommt jetzt in Lego, in also ein bisschen in kleinerer Version, kommt eh ein Mustang wieder raus. Oh, der wird verkacken. Das ist ja langsam. Das merke ich auch gerade. Den mit dem Flügel, der gerade bei dir vorbeizieht? Nein, doch nicht. Genau, nein, was? Alter. Nein! Bock, Alter. Doch! Auf der anderen Seite! Alter, wieso? Das Spawnen verstehe ich nicht. Oft. Was? Ich bin jetzt gespawnt. Ich wollte gerade wegfahren, wieder auf die normale Strecke zurück. Der lass mich. Ich bin gespawnt. Alter! Okay, den sollte man eher für ein Oldtimer-Rennen nehmen. Das ist ein Oldtimer-Rennen. Das sind ja nur Oldtimer vor uns. Ich glaube, das ist Querfeldein-Rennen, ist nichts für ihn. Nein. Also ist gar kein. Ist ein Querfeldein? Ja, oh ja, ist ein Querfeldein, glaube ich. Du bist gerade rein. Ah, da vorne was crasht. Da hat's crasht. Ich bin wieder in der Aufholjagd drin. Das sind wir, glaube ich, hier auch gefahren, das letzte Mal beim Antesten, das Rennen noch. Echt? Hm? Sind wir nicht nur eins gefahren? Nein. Ich hab verkackt. Ich hab sowas mal verkackt. Oh, ich war so weit vorne. Das ist jetzt ärgerlich. Auf der normalen Straße liegt er relativ ruhig. Es gibt halt da nicht so viele normalen Straßen. Boah, Alter, warm, Alter. Die sind alle urknapp beieinander. Ich war schon dran und dann habe ich einen Fehler gehabt. Alter. Aber ich glaube, der hat eine bessere Höchstgeschwindigkeit als die. Man ist es aufgefallen auf der Geraden. Bei dem kleinen Jump, da hat es mich in der ersten Runde fast vorne aufgestellt. Ich hoffe, dass die wieder dort in der anderen Kurve wieder crashen gegeneinander. Nein. Kann jetzt nicht ernst sein. Was denn? Ich habe wieder am Pfosten mitgenommen. Das hat mich wieder ausbremst.
Aber ich bin dran. Wieder, gleiche Kurve und wieder gedreht. Klicken, das war's. Wo bist denn du eigentlich? Ich komm schon. Ja, aber wenn du der blaue Punkt bist. Da musst du ja viel mehr Fehler als ich gemacht haben. Ja. Das war's. Oh nein, man, jetzt fahrt er nicht immer mehr. Aber wir sind Crash gefahren. Das heißt, ich fahre nicht weiter oder ich bin neu gespawnt da, oder? Achso, du bist gespawnt. Alter. Boah, jetzt fahrt er nicht nochmal weiter da geschaut. Alter, bis der mal in die Gänge kommt, Alter. Mann, die sind doch mal wieder gecrashed. Nein! Alter. Den Seite mal. Alter, die sind dort vorne, die müssen wir haben. Keine Ausrede jetzt. Jawohl. Nein. Er bremst. Sorry, nur. Er bremst, verliert. Das sind alle urknapp, das haben sie urbitter. Ja. Urbitter. Ich glaube, wir sind bald beim Ziel. Jetzt ziemlich auskennen. Nein. Diese Kurve verhaut mein alles. Ja. Aber ich war sogar vor dir. Ja. Ja. Aber das Auto war auch nicht geeignet dafür. Ja. Sag's, wie es ist, das Auto war hier scheiße auf der Strecke. Einmal, ich sage nur. Okay. Wird das gleich wieder gestartet? Ja, gell? Nein, muss man wieder hin. Okay, ich muss sowas von schießen jetzt. Komm, gleich. Warte. Was? Man kann am Hot Wheel drehen? Spinrad? Ja, ich hab was gewonnen vorhin. Nein, Alter. Um eins ums Auto vorbei. Maskelkar, Alter. Na gut, ich komm gleich. Ich hab hellbraune Winterstiefel. Okay, auch geil. Kann man da den Jump machen? Hola, mi amigo. Nein. Haley hat gesagt. Ist nicht das. Wir sind bereit zum Erweitern. Na gut, ich komm gleich. Zeit für unser erstes Abenteuer. Und noch ein Geheimnis, an dem wir getüftelt haben. Wie aufregend. Bin bald da, Rami.
So, E-Beams. Ja, du bist irgendwie aus der Flur, auf jeden Fall mal aus der Kolonie. Ich lade gleich wieder. Okay. Loft. Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, komm. Ja, gleich, gleich, gleich. Ah. 502 Meter. So, ich bin wieder drinnen. Suchst du? Sag ich mal eiskalt. Bei nächster Gelegenheit wenden. Der Mitsubishi. Unsere Kleider sollten wir ein bisschen anpassen noch. Kostet ja alles was. Wie die Zwillinge. Na, ich glaube, ein paar Sachen sind gratis drin. Das habe ich da nicht gesehen, aber. Ich muss noch nichts kaufen, aber irgendwann kaufe ich eh, aber mit dem Anfang das. Nämlich, das kostet nicht wenig Kredits eigentlich. Naja, 4000 oder so. Glaube ich, oder? 4-5000 so. Keine Angst. Ja, für Sonderbrille. Ja, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Nein, mich hat schon wieder einer angeschoben. Ich raste aus. Oh, ihr Schweine. Jetzt komm ich. Ich erinnere mich, das war schon am Anfang nicht meine Strecke. Wenn wir das probiert haben. Ich habe das gar nicht erinnert, dass wir das probiert haben. Haben wir noch. Coming wieder. I'm coming home, I'm coming home. Probier's. Alter. Das ist ein scheiß Haus, das habe ich schon im letzten Rennen gestrifft. Da bleibst du fast stehen, Alter. Jetzt habe ich wieder ein bisschen einen Anschluss verloren. Na, Haus nimmst du halt nicht einfach so mit. Bist du eigentlich, wenn du gesagt hast, I'm coming? Nein, doch. Ah, da, jetzt habe ich dich gesehen. Ist aber egal, weil das, wenn das explodierende Fässer sind. So ein Spiel fehlt mir irgendwie auch. Wo du hast so wie das Split Second zum Beispiel. Hat
Ich hab zumindest geglaubt, ich komme morgen. Ich weiß nicht, irgendwie. Fuck, Alter! Schon wieder, Alter! Kann man das scheiß Haus nicht abreißen, Alter? Ja, aber wenn du es jetzt schon zum fünften Mal weißt, musst du irgendwo wissen, oder? Das kommt. Ja, nicht genau warm. Das ist dann spät. Jetzt ist dann aber los. Letzte Runde. Also wenn ich jetzt, dann... Ich glaube, da fahren wir mit dem Bronco besser. Glaubst du? Das ist mehr Offroad, finde ich. Ja, was hat das jetzt mit dem Bronco zu tun? Na, das ist nur ein Spezialbronco, oder? Der... Mit dem sind wir, glaube ich, auch Offroad gefahren, oder? Na ja, gut. Dann probieren wir es mit dem Bronco. War jetzt nur eine Idee. Ja. Irgendeiner, der gut auf der Straße liegt. Auf der Straße. Also nicht Straße, sondern... Na ja, gut, aber das weiß ich ja nicht. Welcher gut auf der Bronco liegt. Auch wahr. Ich glaube, Wheelspin hat man immer nach jedem Rennen. Ich habe ihn jetzt nicht gehabt. Oh, okay. Ist schon. Oder es kommt auf die Punkte an, die man beim Rennen verdient, weil du verdienst ja weißt eh auch so Punkte die ganze Zeit. Das stimmt. Er hat gesagt, er will den Bronco. Oder? Ja, genau. Wenn es jetzt nichts heißt, bin ich enttäuscht. Du wolltest sehen, jetzt will ich es sehen. Interessant wird es dann halt auch erst eben, dass man immer auch im Forza dann immer so, wenn dann wie unterschiedliche Wagen hat, wer nimmt welchen Wagen und so. Mhm. Schauen wir mal, was das jetzt bringt. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, würde ich zum nächsten fahren, aber. Ja. Na, da bin ich sicher auch urlost, wahrscheinlich für die Fahrzeuge, die richtigen zu finden. Das musst du wissen, ja, welche dir. Ja, welche mir liegen dann, ja. Ich schon zwei Level vor dir. Ja. Aber wirklich viel mehr gerissen hast du auch nicht. Insgesamt. Ich glaube, du hast einen Sieg, ich habe einen Sieg heute, oder? Ja, genau. Okay, du hast viel recht. Du liegt viel, viel besser. Der rutscht nicht so sehr. Ja. Den durch den Reifen wahrscheinlich. Trotzdem bin ich jetzt vorbeigefahren. Der hat ein scheiß geiles Handling einfach. Ja. OP fast. Er ist nicht schnell, aber da bin ich. Also, wo ich das erst so ausgerutscht bin, eigentlich. Also, von meinem. Achso, das kann ja nicht funktionieren. Das war jetzt natürlich sehr los. Was denn? Ich habe auch die Kupplung schon auf die Bremse gedrückt. Hoppala. Sagt der SOP und ist ganz hinter. Entschuldigung. Jetzt bin ich fast dabei gefahren. So wie du da. So, wir müssen die Kontrolle gehabt. So. Angriff. Beste Fähigkeitskette habe ich jetzt gehabt. 41.000. Okay. Also die Kurve liegt man gar nicht, aber mit dem Wagen nimmt man es besser. So, ich sagte, mit dem anderen bin ich trotzdem besser gefahren. Okay. Auch wenn ich wahrscheinlich mal Kutsch bin, aber da habe ich den Drift, glaube ich, besser genommen. Yes, kein Haus.
So, entweder du reistest oder. Wir müssen wirklich unser erstes Rennen sagen. Game over. So, Konzentration. Was mich halt bei dem nervt, man muss so viel schalten, Alter. Oh, das ist ja Nebel, ich sehe ja nichts. Was bei dir aus? Ne, ich sehe sie vorne. Viel schlechter als voriges Rennen. Manns. Bitte? Manns ist viel schlechter. Ich sehe nicht nochmal dich noch. Ich komme weniger raus von der Strecke. Das ist ein ja, gut, das auch, aber dafür habe ich zuerst wirklich die Twists gut gemacht. Ich habe da nicht der Multiplikator mit. Ja, 50.000 habe ich schon gehabt. Was denn? Das ist nice. Das ist schon persönlich gepresst. Also für mich war es das. Ich schaff's nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Passt. Aber mit Wasser im Wagen kann man das schaffen, oder? Das hat nichts mit Wagen zu tun, wir fahren einfach scheiße anscheinend. Ist wahrscheinlich das naheliegendste. Das haben wir drei Autos getestet und wir haben so keinen geschafft. Da muss man ehrlich sagen, ganz wasch. Da haben wir ordentlich abgekackt. Oh ja. Einmal. Ah, jetzt habe ich einen Wheelspin. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade bei der Gewinneranimation ist. Schwarze Jogginghose. Oder wir kriegen es abwechselnd. Ah, Fem, das hast du auch gleichzeitig schon gehabt. Haben wir ja. Keine Ahnung, kann, was das ankommt. So. Dann machen wir Hauptstory weiter, oder? Ist das nicht Hauptstory schon ganze Zeit? Die Sachen machen einfach. Nein. Nee, jetzt ist zum Beispiel die Story, fahr zu Rami. Triff dich mit Rami im Haus von Muel, gell? Du musst immer genug Punkte und sammeln. Oh, warte mal, Casa Bella zu verkaufen. Man kann eine Villa kaufen. Ja, das ist unser nächstes Ziel, müssen wir sehen. Achso, zur Villa müssen wir, okay. Oder vorhin nicht mit dem Auto. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Du musst quasi dir das Ansehen quasi arbeiten. Mhm. Du eben durch Rennen raus. Und so, ja. Genau. Oder diese Radars und. Und immer, dass du weiter bist, desto weiter kommst du in der Story dran. Okay. Stufe 7. Fähigkeitspunkte verdient Boni. Was ist das? Um diesen Vorteil freizuschalten, musst du erst einen der benachbarten Vorteile freischalten. Ach, das mache ich nicht jetzt. Boah. Ach, Fähigkeitspunkte vergeben.
200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Oh, da war ein Schild. Noch immer krass, dass du mich nicht siehst, aber ich dich schon. Ja. Es gibt da einen spanischen Spruch, den du vielleicht kennst. Das ist aber 200 Schilder. Aber es geht nicht nur um mein Haus ist dein Haus. Es geht um Zuhause und Familie. Horizon und Mexiko sind Familie. Das Great Britain willkommen muss auch Geld gewesen sein. Neuen Zuhause. Wahrscheinlich. Da hast du dann das Spiel, wo du links fährst. Wobei, ich könnte es ja theoretisch jetzt spielen, auch bis April. Ja. Sieh dich nochmal in Ruhe um. Ich auch noch bis März. Sobald du bereit bist. Willkommen zu Hause, Casabella. Sieh dir deine Garderobe an. Ziemlich cool, ne? Hier kannst du deine Kleidung aufbewahren und dich umziehen. Wie ich höre, hast du von allen Fahrern des Festivals am meisten Stil. Ich finde halt die Autos, die Details von den Autos halt sehr geil. Sehr gut. Wir sind bereit für die nächste Phase des Horizon-Abenteuers. Ramiro hat potenzielle neue Außenposten und neue freischaltbare Eventtypen markiert. Du hast die Wahl. Wo sollen wir zuerst hin? Was hast du gemacht? Wegen die Außenposten. Was? Ich hab so Außenposten zum Auswählen. Was? Horizon Festival, Maxo, ich mache mal Apex. Ich habe mal Apex freigeschaltet. Wes, wir sind startbereit. Komm einfach schnell zu mir. Aber das wird toll. In der Bella Casa war ich jetzt nicht, irgendwie. Bei nächster Gelegenheit wenden. Kann man da nicht rein? In 200 Metern rechts abbiegen. Fuchst mich so. Fahre zur Tumult-Expedition. Aber dann mal Haus betreten. Aber halt nicht, dass man da unbedingt rein kann. Zurück, dann einfach dein Haus ist dann quasi so wie das Festival, du hast deine Zentrale. Ja, genau. Credits. Ja, geht sich schon Dings aus. Mustang Shelby kostet 100.000, 500.000, 105.000, 500.000, 40.000. Oh mein Gott. Es gibt Classic Muscle, Retro Muscle und Modern Muscle Cars, Alter. Mhm. Auf 5 Millionen bist du bald. Bitte? 2,5 Millionen. 2,7. Was? Mit Ferrari und 2 Millionen Mercedes-Benz am GCLK. Was? Okay. I-Bims. I-Bims. Warte, wenn ich mal kurz schauen, wie es bin.
Also mit dieser Außenbrille sind diese Abenteuer, da schaltest du das eben frei, diese Hauptabenteuer, sag ich mal. Ah, okay. Ich hab das App-Bits genommen. Okay, nein, ich hab das andere genommen. Bitte? Weil es nicht was klar ist, sondern was war es noch? Oh, vielleicht können wir das dann machen gemeinsam, wenn wir nicht das gleiche haben. Jetzt. So. Wir sind jetzt da oben in unserem Haus. Dann hätten wir diesen Wegpunkt. Was ist das? Wegbereiter Statue. Da könnten wir hinfahren. Mhm. Und dann so rüber. Und dann so links rüber mal. Ja. Punta Ellen. Hammer. Blitzer, Smaragd-Rundstrecke. Genau. Da können wir mal so den machen. Kann ich da gleich das Auto zeigen, Alter? In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Jetzt sehe ich wieder einen auf der Straße. Das ist krass. Ab und zu sehe ich einen einzigen immer. Mehr kann die Xbox nicht. Bei der One würde ich es ja verstehen. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Links abbiegen. Links abbiegen. Boah. Auf der Straße liegt er gut, aber du darfst nicht irgendwo reinkommen. Krass. Was denn? Schauen wir mal, ob ich schaffe. Nein. Oder? Du hast dein Ziel erreicht. Das ist das Start. Ohne Anstein. Doch, kann ich. Oder? Zwei Sterne? Zwei Sterne. Oh, probier noch mal. Ah, da muss man da rauf, oder was? Das ist ein Ziel. Hat aber nicht das richtige Auto dafür. Oh, jetzt nichts dazu. Oder? Wegbereiter gerockt. Wie war's? Ich liebe diese Veranstaltungen. Ich muss kaum etwas tun. Ich glaube, da war ich jetzt schneller. Sterne. Aber was muss man da machen bei dem Wegbereiter? Wenn wir möglich ins Ziel kommen. Fangen wir gleich den Blitzer damit. In 400 Metern links abbiegen. Boah, der BMW liegt geil auf der Straße. Welchen? Der mit dem Mega. Das Heckflügel hinten, Alter. Also, die Beschreibung ist immer cool. Es gibt wahrscheinlich 30 BMWs und davon haben 10 einen Heckflügel. Also ein mega Mörder Heckflügel, Alter. Scheiße. Aber was nicht wirklich was. Hä? Man hat auch einen mega Heckflügel, aber ich weiß nicht, ob wir denselben haben oder einen anderen. Wahrscheinlich hinselben. Oder seinen gewonnen.
Ich hab schon mal Bären Japan, ja. Ach so. Aber keine Deckflügel. Bist der bei der Pickt auf der Straße, oder? Oder für Straßenrennen ist der geil. Eda, da X5M Forza. Ah ja, okay, dann habe ich auch. Route wird neu berechnet. Was mich so irritiert ist, dass man da durchfahren muss irgendwie. Bei nächster Gelegenheit wenden. Mitten im Nichts. Was? Du hast dein Ziel erreicht. Bist du aber der Jump? Hey, das hier ist ein Wegbereiter. Du musst zum Stator zurück, wenn du es noch einmal versuchen willst. Wieso ist fehlgeschlagen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Fahrt aus? Ha? Fahrt aus vielleicht? Warte nicht, was du da so lange oben rumscheißt. Wow, den Wegbereiter hast du mit Bravour abgeschlossen. Das war unglaublich. Na, drei Sterne geht doch. Jetzt habe ich auch noch Sterne. Zack. So, jetzt haben wir da denn die Radarbox mit oder was das ist? Genau, bitte. Ja, drei Sterne jetzt. Da muss man mit der Corvette oder so durchfahren, Alter. Hm. Nicht. Corvette. Ja, kannst probieren. Alter, wie soll man das Schild da runterkriegen? Welches Schild? Da ist ein Schild auf ein Haus drauf. Wahrscheinlich mit draufspringen oder so. Du machst erstaunliche Fortschritte und hier wird alles festgehalten. Schau dir alles an und entscheide, was du als nächstes tun möchtest. So. Na genau, und dann haben wir gesagt zum Rennen weiter. So, warte, ich probiere das jetzt nochmal. Ja. Aber das ist wirklich eine Tafel am Haus drauf, Alter. Ja, ja. Da ist aber nichts. Der ist früher am Flugplatz. Rechts abbiegen. Zum Springen. Geht sicher auch zum Springen. Oder schau mal an, wenn du das machst. Bei nächster Gelegenheit wenden. Hast dein Ziel erreicht. Bist du wieder Bremsweg, Alter? Das verstehe ich aber nicht. Ich bin durchgefahren, ich habe keine Punkte gekriegt, Alter. Du musst ja nicht durchfahren, du musst die ganze Strecke auf der Strecke bleiben. Du musst halt die Sachen auch wirklich lesen. Und zuhören, wenn sie es dir erklären. Hast du 285 schon Punkte hintereinander gemacht? Das ist krass. Aber wo? Das verstehe ich nicht ganz jetzt. Was hast du? Wo muss ich wie lange auf welcher Strecke bleiben? Das siehst du eh auf der Karte eingezeichnet. Da beginnt irgendwo die Strecke und da musst du die Durchschnittsgeschwindigkeit vom Blitz haben. Du darfst die Straße nicht verlassen. Kommst du von der Straße ab, Tilze? Blitzerzone! Bleib auf der Straße und fahr mit Vollgas durch!
nächster Gelegenheit wenden. Okay, jetzt habe ich es gemacht. Da war ganz noch einer. Smaragd und Strecke. 285.000, oder? Hast du gemacht, oder? Was? Was meinst du? Dass du 285.000 gekriegt hast. Regelstücke. 400 Metern links. Keine Ahnung. Jetzt? Vorhin? Wo soll ich das wissen, wann du das gemacht hast? Nur ich habe jetzt mal verbessert auf 98.000, ist verstanden. Du hast 285.000. So, krass. Was nicht, wenn du das gemacht hast? Der BMW, der taugt mir auf der Straße da. Du hast dein Ziel erreicht. Oh, voll vorbei. So, was haben wir jetzt noch nicht ausprobiert? Hoppala. So, jetzt erkennt man uns auch ein bisschen auseinander. Eindeutig, auf jeden Fall. Ja, Sicherheitsvorkehrungen muss man schon treffen. Mhm. Die ersten drei Rennen hat mich wieder an der Wegfetze. War schon ein Schwitzsitz. Die ersten drei Rennen hast du einen Schurz gehabt danach. Weil es das so gefetzt hat. Oh. Oma ist den zweiten Win heute. Genau. Aber es kann nur eingehen. Alter. Entschuldigung. Alter. Wirklich abbringt. Ja, das war's. Aber mir auch. Ich bin im Berg rum. Oder? War ja komplett lost. Da ist der BMW Leimann. Der Strecke, sag ich da. Aber wie bist du denn den Berg? Boah, Berg so rauf hochkommen. Ja, Steuer, hast du gekommen. Oh, der. Den dreht so abartig, oder? Feuerzahl, Mopan. Ja, Maskika, anderer Antrieb. Ich glaube, da haben wir viele Hinterradantrieb. Alter. Noch nicht. Hm? Wieder am Berg auf. Alter, ich komme nicht weg. Na, das ist echt mies. Die Leistung da. Stimmt. Erster Tag ist mal die Leistung ziemlich arsch. Sagt das aber keine Besseren.
weiter. Also wenn er mit Real Schaden wäre, ich wäre schon längst weg. Aber wo Real Schaden? Sie wollten doch mal vor nicht allzu langer Zeit ein neues Test Drive machen. Oder ist das peinlich? Ist das peinlich? Ich sage jetzt nicht, was da jetzt passiert. Hast du was? Ich bin so gut rankommen, Alter, und dann habe ich verkackt dazu. Du wurdest wenigstens nicht überrundet. Mann. Das ist mir gefallen. Na gut, wir haben ja auch gesagt, wir testen Autos einmal am ersten. Nein. Nein, den habe ich da überhaupt nicht unter Kontrolle. Oh, jetzt ist der Gang, weil ich mir jetzt dran gewöhnt habe, dass er ausbricht. Dann geht's. Muss mehr bremsen in den Kurven. Alter, jetzt tut er mal nach. Naja, egal. Bock nicht mehr. Bock! Nein, dann meint es. Aber eh nicht verdient. Was? Winsman. Hey, ja, stimmt, Flo. Dein Name fällt in letzter Zeit öfter. Was du auch tust, mach weiter so. Wir haben große Pläne umzusetzen. Ich bin noch viel zu sehr in der Versuchung zum Driften. Du hast gelesen, dass da Leute gebannt worden sind, weil sie so XP-Farming gemacht haben. Echt? Wie geht das? Dass doch irgendwelche Endlosrennen machen können, quasi. Ich meine, das haben sie mittlerweile auch gepatcht jetzt. Aber dass du gehabt ein 10-Stunden-Rennen oder so. Du kannst dir da einstellen, dass er dich automatisch gefahren und gelenkt wird ein bisschen. Ja, krass. So. So. Aber jetzt haben wir es uns, oder? Aber jetzt haben wir es uns. Anders jeder nur einen Sieger. Wo kann man eine Statistik machen, Alter? 10 Rennen an jeder einen Sieger. Ja. Ja, du hast recht, Flo. Hunigan. Nicht Hooligan, sondern Hunigan. Sorry, jetzt fast am Checkpoint vorbeigefahren.
Weißt du was? Hä? Schaut schon besser aus mit dem Field, oder was? Ja. Oh, noch gut gerettet. Hoi. Schade. Das hat jetzt gekostet. Der Schuh ist aber auch nicht schlecht, was der hat. Der liegt auch gut. Ja. Nein, Alter, jetzt verkacke ich das alles. Brauche jetzt nichts vor. Nein! Kontrollpunkt vorbeigefahren. Nein, das hast du mir verloren. Fuck. Na la, jetzt hab ich gedacht, wir haben das gewonnen. Aber das holen wir uns jetzt. Jetzt hab ich gerade hochgestellt, aber das braucht hoch da vorne, easy. Sorry. Was ich mir noch angewöhnen muss, ist wirklich mehr bremsen. Nicht weg vom Driftknopf. Ja, driften bringt halt nichts, solange du kein Auto hast, was wirklich gut driften kann. Ja. Du driftest eh, wenn du quasi bremst und in die Kurve schleuderst. Genau. Und auf deren Drift, das reicht eigentlich. Aber mit dem Wagen probieren wir es nochmal, oder? Mit dem oder mit dem BMW? BMW ist das probiert. Also der ist auch so gut auf der Strecke klingen. Der mit dem Mega-Spoiler. Ist halt ein anderes Kaliber, das ist sehr schnell. Stimmt, der kriegt da mehr Speed zusammen. Da musst du mehr bremsen. Stimmt. Sieht auch gut aus, finde ich. Das breiteren Reifen und das Spoiler. Na gut. Hat auch andere Kaliber mit. Ja. Stabat Ferrari FXX. Pagani. Lambo.
Stereo, der zieht wirklich. Ich hab ich angelogen? Nein, nicht. Okay, ich glaube, der ist zu schnell für die Strecke. Nein. Kontrollpunkt. Okay. Die schnellen Autos liegen meistens ja besser auf der Strecke, aber es sind halt auch schneller. Das heißt, du musst halt auch trotzdem die Geschwindigkeit einschätzen. Wieso bist du jetzt so weit hinten auf einmal? Ich war ja nicht so weit vorne, ich war Sechster. Überholen ist halt da auch richtig schwer. Was ist schwer? Das Überholen, weil das heißt, im Büschow habe ich ewig gebraucht, bis ich den überholt gehabt habe. Ja. Nein, ich fahre da ein einsames Rennen jetzt. Mit mir kannst du nicht rechnen. Na, das ist nicht ausgegangen. Wenn einer letzter ist, muss der andere gewinnen, dann geht es um 50 Punkte aus. Man liegt halt wirklich sehr gut auf der Straße, oder? Kann man nicht sagen. Oh, was hat nicht angeklappt. Aber. Bitte. Mehr geraden wäre ein richtiges Biest. Wieder nur Punkte, not allowed. Wer ist schuld? Ich. Ich hab 800. Ja, okay, sei ja ich. Eieieiei. Gut, normalerweise gehörten dann mehr Teams, Alter. Nicht wir gegen alle. Naja, aber du kriegst, aber rechne, die kriegt jeder 200 und du pro überholten 100 Punkte. Das reicht, wenn einer erst ist, vielleicht kann er, dass einer 300 ist oder so. Wieder knapp am Auto vorbei. Na gut, machen wir mal. Ja. Mit einem anderen Fahrzeug. Na, ich das nehme. Egal. Nimm irgendeins. Corvette? Von mir aus. Auch für Speedrennen ist der BMW sicher geil. Das ist ja auch ein Speedrennen jetzt gewesen. Nein, ich meine mehr gerade. Ja gut, aber dann, schade, du darfst das nicht so sehen. Mehr gerade, der Ferrari bringt auch seine 300 zusammen. Bei Geraden. Ja, stimmt. Aber der biegt nicht so auf der Straße. Der Ferrari? Oder? Also das würde ich jetzt nicht so unterschätzen, dass sie nicht auf der Straße biegen. Also diesen Mercedes One, den wir da gefahren sind am Anfang, also mit dem bin ich 360 gefahren auf der Straße. Und der war nicht so vom Handling her so schlecht.
immer so am Anfang vom Flugzeug springt. Mhm. An den Handling-mäßig. Sehr, sehr stark. Na gut. Neuer Versuch. Neuer Versuch. Und du darfst halt auch nicht rechnen, wenn die Team sitzt. Das reicht ja eben zum Beispiel, wenn man Zweiter und Fünfter ist zum Beispiel oder so. Mhm. Na. Verschallt. Oh, ist echt nach ausgegangen. Jetzt wäre ich fast wieder am Checkpoint vorbeigefahren. Nein! So schauen, wie es ausschaut. Nein, wieder verschalten. Scheiße, Alter. Warum die so untertourig manche Autos im Bestehen? Hast du noch welche zu überholen? Ich glaube nicht. Nein, ich weiß auch nicht. Mhm. Eieiei. Ei. Na, du, letztes Mal habe ich verkackt. Du, wir gleichen uns aus wenigstens. Na, also. Aber das Auto ist gut gewesen da jetzt. Ja, für mich nicht. Das war das Beste mit Handling. Ja, vom Schalten her ist halt scheiße, Alter. Ja. Vom Handling was du brauchst. Vom Schalten ist scheiße, Alter. Wenn ich nicht im zweiten Gang und der Tool zu sehr. So, Alter. Ein einziger Fehler. Sonst keine Fehler gemacht. Und der ist hart bestraft worden. Ja, weil er sich gleich schleudert, Alter. Sobald du übertourst. Einmal noch. Einmal noch. Aber ich glaube, dann war es das endgültig heute für mich. Ja. Aber es ist sehr, sehr geil, das Spiel. Oh ja. Ja, der Wellflo. Mal schauen, wie es dann ist.
Ach, unten ist die Tafel. Da kommt der Berg da nicht drauf. Na, sehr geil. Dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Mhm. Aber als nächstes tauschen wir gegen ein bisschen weniger Geschwindigkeit. Ich meine, PS-mäßig nicht so, aber... Oh, mal unterschiedliche Autos. Hast du nicht gesagt, du wolltest mit dem nicht? Du kannst nicht irgendwie mit dem? Ich habe nur den oder ein anderes Muscle Car zur Auswahl gehabt. Jetzt. Okay. Also, nein. Der andere war auch nicht so gut. Der bricht auch aus. Extremst. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe nur die zwei vorgeschlagen gekriegt. Ja, wahrscheinlich ist das das, was ich gewonnen habe. Alter, schaut auf jeden Fall nice aus. Alter. Oh, sorry. Der hat mich an... ditched down. Und dort Schwaber ist auch ein nice Auto. Ich werde jetzt mehr auf safe fahren, nicht so auf Wind unbedingt, sondern mehr... Ciao. Safe. Ich bin vorbeigefahren. Alter, bist du jetzt nicht zurück? Alter, nein. Wahrscheinlich bist du da nicht vorbeigefahren. Oh ja. Ja, dann muss er dich, dann setzt er sich ja nach 2 Sekunden gleich zurück. Hat er nicht. Ich bin jetzt im Berg unten gewesen, hab extra gewartet. Aber dann bist du nicht vorbeigefahren. Oh ja. Ja, aber wenn du 1 Meter vorbeifährst, zählt es trotzdem manchmal. Okay, das habe ich verkackt. Nur wenn es dir anzeigt. Nein, das müssen wir nochmal machen. Einmal machen wir es dann noch. Achso, du bist der Erste. Boah. Ich fahre jetzt auf See, was soll ich? Ich werde fix letzter. Ich werde über 100 wahrscheinlich. Aber was ist los, sowas? Ich hab dir gesagt, mit dem Wagen kann ich nicht fahren. Ja, aber trotzdem, wenn du vorbeifährst, dann fahr doch einfach weiter, oder? Was hast du gemacht, dass du nicht weiterfährst einfach? Er hat gesagt, dass das nicht zählt. Ja, aber dann müsste dich ja spawnen. Ja, das hat er aber nicht getan. Ja, aber dann könntest du ja nicht einfach weiterfahren. Ja. War aber so. Da kann ich jetzt nichts dafür. Ja, aber verstehe ich trotzdem nicht. Wenn er dich nicht spawnt, aber du kannst eh weiterfahren, dann musst du eh voll im Rennen sein. Er hat gesagt, dass ich vorbeigefahren bin, hat die Sekunden runtergezählt und ich bin aber links unten im Berg gewesen. Und er hat mich nicht zurückgesetzt. So. Nee, glaube ich, tue es nicht, weil ich komme da auch nicht mehr vor zu dem. Und dann jetzt mit dem Risiko nehmen. Und ich hebe ab. Jetzt hat er mich zurückgesetzt. Ah, nur fehlt er wieder. Wie gesagt, sorry. Manche Autos sind nur geil zum Hinfahren. Ja, dann nimm mal mit! Ja, ich hab den gehabt oder noch einen Muscle Car. Ja, dann nimm den anderen. Wo ich weiß, dass du genauso. Ja, dann nimm den vorgeschlagenen. Da muss ich dann irgendwas falsch machen. Irgendwas anders. Ja. Er hat mir nur die zwei aber angezeigt, oder kann ich dann irgendwo ins Menü raus? Wenn du die zwei hast, dann zeigt er auch nur von deinen die zwei an. Ja, genau, ja. Das waren die zwei Muscle Cars. Ja, aber dann gehe ich auf Vorgeschlagenes. Notfalls, okay. Wenn ich das nicht ausgenommen habe, dann nimmst du immer eins. Okay.
Dann war das Lost mit der Auswahl. So, aber ich habe jetzt gescheit. Ich weiß nicht, welches Auto ich jetzt nehmen soll. Mit welchem war es jetzt am besten? Camaro. Mit der. War das die Viper, wo wir gefahren sind? Ich bin gerade die Viper gefahren. Naja, für mich war das Auto am besten, was für dich am geschissensten war. Ja, gut, dann probieren wir es nochmal. Ich schalte einfach weniger. Musst dich drehen. 8 oder 9 oder so. Das ist oder 3. Oh, die habe ich nicht gehabt. Die habe ich, kann ich nur ausleihen. Irgendeine Viper habe ich doch, glaube ich. Oder doch? Was? Das kann ich da nicht sagen. Ich habe nur die eine, die. Hast du gewonnen oder? Die eine? Ja, wahrscheinlich, weil du es nicht hast. Aber die bin ich gerade gefahren und die hast du ja auch nicht gehabt. Das habe ich keine Wappe. Ein einziger. Na gut, nicht vergessen, nicht in den zweiten Gang schalten. Von der Strecke geschoben ein muss taktisch machen, oder? Wenn es anders nicht geht, muss man es taktisch machen, nicht den dritten Gang schalten und dafür den Gegner rauen. Ich bin gerade noch nicht schnell rausgeschnallt. Scheiße, zweite Runde kam. Ich merke das schon, gegen den Lambo, gegen den Ferrari, wenn ich da nicht runterschalte, oder? Die geben so Gas, oder? Wie jetzt? Ich halte den gut hinter mir. Okay, jetzt ist er weg. Bist du jetzt hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Probieren jetzt ein bisschen auf Distanz zu halten noch. Wir
für einen Wind bin ich zweit, bin ich weit weg. Boah. Also zweit weg, so. Ah, kann ich nicht, glaube ich, da ist noch ein. Aber das, das ist nicht. Wenn ich einmal den zweiten Gang schalten hat, reicht. Ich meine, ich musste den Rahmen, sonst hätte ich es auch nicht geschafft. Ich hätte den Ferrari und den Lamborghini in der Kurve nicht mitgenommen, absichtlich. Und auf Risiko gespielt. Hätte ich den nie überholt. Um Handling ist halt super, aber das mit dem zweiten Gang ist halt, das beim mehr kurvenreichen Rennen voll kackig. Nur diese eine Bergpassage, wo man quasi da so diese halb links, halb rechts hat, ja. Da habe ich halt den Speed mitgenommen, das, sonst hätte ich es eh nicht geschafft. Ja, aber war jetzt nice. Möchte ich wieder auf einen Windspeed, Alter? Ja, denke ich mal. Jetzt mal schlagen wir. 300.000. Nice. Aber Rich Pitch, Alter. Was ich da noch nicht gefunden habe, wie man aus dem Spiel aussteigen kann, was vielleicht ein bisschen lost ist, aber... Aus dem Spiel aussteigen? Ja. Du brauchst nur die Xbox-Taste drücken, oder? Ja, schon, aber normalerweise kannst du irgendwo so ein Spiel beenden, dass du auf einen Hauptbildschirm kommst oder so. Ich weiß gar nicht, ob es im Vorsatz einen Hauptbildschirm gibt. Okay. Na oh ja, am Anfang, oder? Du hast Start und Rennen. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wirklich nicht. No Plan. Na gut, Gratulation aber zum zweiten Sieg auf jeden Fall. Stimmt, zweiter Sieg, klar. Ich habe zweimal Green Spin. Schauen wir mal. Willis Cheap habe ich gewonnen. Jetzt sagt er mal wieder, Netzwerkverbindung Arsch. Ich habe Willis Cheap gewonnen. Oder, das habe ich schon geglaubt. Jetzt hätte ich fast meinen zweiten Muster gekriegt. Alter. Aber nur knapp. Jetzt habe ich 50.000 gekriegt. Ich hab, meine Statistik. Ich habe zwei weitere Autos erhalten, einen Muster. Was? Wie viele Autos hast du jetzt? Und wie kriege ich die? 28. Ich habe ein bisschen mehr Glück gehabt, wenn ich es bin. Aber er hat mir gezeigt, ich habe zwei neue Autos. Wie kriege ich die? Ja, Sir. Wenn du zwei neue Autos hast, hast du sie. Das sehe ich aber dann nicht jetzt. Was hast du für Autos gekriegt? Muscle Cars auch. Wenn das hier beim Fuhrpark anzeigt als neue, dann hast du es. Weil das ist ja quasi deine Bibliothek. Ich sehe sie da aber nicht. Nee. In der Welt können sie nicht sein, wenn du das gekriegt hast. Vielleicht, weil ich jetzt keine Netzwerkverbindung habe wieder oder so. Nein, das hat damit nichts zu tun. Zähl einfach die Autos durch. Wenn du eine 28 hast, eine 28, dann sind sie drin. Bitte, Bentley gibt's auch. Mhm. S2 habe ich jetzt schon drei. Performance Klasse S1 habe ich jetzt schon sehr, sehr viele. Oder DeLorean Performance gibt's auch. A habe ich auch schon einige. B habe ich auch schon einige. C habe ich auch schon einige. D habe ich auch schon einige. Nach Hersteller. Genau, Dodge habe ich. Nein, irgendwas war. Dodge Charger und Dodge Viper habe ich. Irgendwas war das. Komisch mit der Ansage. Okay, wurscht. Na, hast du ich habe noch einen Wheelspin. Nein, habe ich nicht. Da kann dir nicht anzeigen, dass du neue Autos hast. Du hast nein, Alter. An ein Auto vorbei wieder. Okay. Na gut, ich Geld reicht mir auch. Kann ich mal Auto kaufen. Ich habe jetzt 931.000. Ich habe 812.000.
Na gut, ich werde jetzt aber beenden. Kein Mercedes. Was, bitte? Bei Chevrolet, habe ich mich das so verschaut jetzt? Habe ich mich verschaut? Danke, Flo. War ganz überrissen, habe ich noch nicht, wie man so einen Wheelspin jetzt bekommt. Nein. Sammle MP und erhöhe dann. Ach so, pro Stufe vielleicht. Das kann möglich sein. Stufe 11, ja. 11 mal gedreht, sicher. Na gut, ich schaue noch jetzt. Das ist. Das Auto ist bei der Automesse verfügbar, das heißt, ich muss kaufen. Und sag Bescheid, nein, wenn du was brauchst, ja? Ah, nein. Was? Ich hab's angezeigt. Ich kann's herunterladen, das checke ich auch noch nicht ganz. Na egal. Das nächste Mal dann. Doch? Doch im Fuhrpark? Dann schauen wir noch geschwind im Fuhrpark. Dass ich da drüber geschaut habe. Ja, da ist es. Aber wie kriege ich das dann vom Fuhrpark zur Auto in Besitz? Alex? Ah. Wie kriege ich Autos, die ich im Fuhrpark habe, in Besitz? Oder habe ich die dann automatisch? Ja, hast du ein bisschen. Fuhrpark ist ja quasi deine Sammlung. Achso, das schaut nur anders aus ein bisschen, verstehe. Der ist eine Sammlung, es ist wie ein Sammelstickerbuch. Ja. Okay, der Camaro ist der eine, verstehe. Und der dann kriegst du halt immer pro CD daneben. Wenn du zum Beispiel mit einem Camaro bist, Chevrolet, erhalte noch so und so viel Chevrolet und dann kriegst du einen Preis dafür. Ja. Zum Beispiel Really Cheap habe ich jetzt irgendwas halt bekommen. Lack entfernen und alles. Okay. Na gut, ich werde jetzt aber aufhören. Na gut, ich werde den Stream auch beenden, aber ich werde mich dann noch an die Autos reinschauen. Dann danke fürs Zuschauen, Flo. Danke auch generell fürs Zuschauen. Macht's es gut. Bis dann. Ciao und Baba.